Was geht, Leute? Und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge bei How to Bitcoin. Ja, wie versprochen, diese Folge ist ein Toncoin-Mining-Tutorial mit allem, was dazugehört und natürlich auch, wie man letztendlich von seinem Toncoin-Wallet auch auf ein Exchange kommt. Viel Spaß und bis gleich. Doch zunächst kommen wir zum Sponsor des heutigen Videos, PrimeXPT. PrimeXPT ist eine Handelsplattform, bei der man mittlerweile über 80 verschiedene Vermögenswerte, darunter auch neue Cardano, Polkadot, Solana oder Dogecoin, einem einzigen Konto handeln kann. Besonders interessant dürfte für einige für euch das Covesting und Kobe Trading Modul sein. Hier könnt ihr erfolgreichen Tradern folgen und deren Handelsaktivitäten eins zu eins nachahmen. Schauen wir uns beispielsweise den Trader Nautilus an, der in den letzten 3 Monaten über 3.700% gemacht hat. Wärt ihr diesem gefolgt, so hättet ihr den gleichen Gewinn eingefahren. Auch interessant für einige von euch dürfte das Thema Covesting Yield sein. Hier funktioniert es wie bei einem Festgeldkonto. Ihr könnt zum Beispiel Ethereum oder Tether für eine bestimmte Zeit in eurem Kryptokonto anlegen und nach Ablauf der Zeit erhaltet ihr durch Staking in verschiedene DeFi-Projekte einen bestimmten Ertrag als Zinsen auf euer Handelskonto zurück. PrimeXPT ist jetzt auch für iOS im App Store verfügbar. So könnt ihr auch von unterwegs jederzeit auf euer Handelskonto zugreifen. Wenn ihr das Angebot interessant findet, dann klickt auf den Link unten in der Beschreibung und ihr erhaltet nochmal zusätzlich 25% Rabatt auf eure Handelsgebühren. Uns mal durch, natürlich erstmal durch den theoretischen Part, bevor wir hier zum praktischen Part gehen. Hier natürlich Toncoin Mining Anleitung, ja, wie man es macht. Wir gehen mal hier ganz schnell durch, versuchen mal hier alles in unter 10 Minuten hinzubekommen. Wie immer, Voraussetzungen kennt ihr ja, funktionsfähigen PC, eine GPU, sogar nur mit 2 GB, also auch ganz alte, lohnt sich aber von der hohen Strompreise gerade nicht, so viel dazu, also eher schon eine neue. Wallet, Pool, Mining Software brauchen wir auf jeden Fall. Wie geht's weiter? Wir brauchen eine Wallet. Ich empfehle euch von Anfang an, nehmt die offizielle Toncoin Wallet, entweder per iOS, Android oder auf dem PC. Ich zeige es euch auf dem PC, auch auf Windows. Für HiveOS müsst ihr dann ein anderes Tutorial mal angucken. Ansonsten eine Hot Wallet wäre prinzipiell möglich, wie zum Beispiel OKEX, da zeige ich es euch dann auch nochmal später. Hier ist aber wichtig, unter 5 Tonnen nimmt er überhaupt gar nichts an. Auch ist es hier ein bisschen schwieriger mit der Einrichtung, wenn ihr es direkt über eine Wallet machen wollt. Also habt wirklich eine Zwischenwallet. Wie gesagt, Toncoin Wallet kann ich empfehlen. Ist wirklich sehr einfach mit der Einrichtung. Wir gehen erstmal weiter. So, nächstes. Grundlagen für einen guten Pool kennt ihr auch schon aus meinen vorherigen Tutorials, ne? Niedrige Gebühren. Hier gibt es sogar 0% diesmal. Dafür ein bisschen Commission Fees bei den Withdrawals, also bei der Überweisung, kostet ein bisschen mehr. Ja, Transaktionsgebühren hier sind es eher in Richtung 5 bis 10%, aber es ist trotzdem noch okay. Niedriges Auszahlungslimit, ein Toncoin und eine hohe Pool Hashrate. So, Wahl eines Pools. Jetzt werden viele sagen: Ach du Scheiße, warum Ton Whales? Ja, das Problem ist, ich weiß nicht, ob es der Toncoin Pool war oder der Ton Pool. Einer von denen wurde letzte oder vor 2 Wochen gehackt, von daher kann ich hier keine Empfehlung aussprechen. Ich weiß, Tonwales hat eine sehr, sehr hohe Pool-Hashrate über ja, 70% auf jeden Fall. Aber ja, ihr seid auf jeden Fall hier auf der sicheren Seite, von daher würde ich das einfach alles mal hier mit Tonwales machen. Deswegen auch die Empfehlung hier. Und ihr habt, wie gesagt, keine Pool-Fees, sondern nur Commission-Fees auf die Überweisung. Ja. So, ansonsten Algorithmus. Ich habe lange gesucht, in dem Sinne gibt es aber keinen Algorithmus, kann ich euch gleich sagen. Ich habe euch mal das Wichtigste zusammengeschrieben. Also, ich habe es einfach POV Giver, also Proof of Work Giver genannt. Ist kein Algorithmus im klassischen Sinn, weil es ein POS-Coin ist. Man kann ihn jetzt ungefähr 200 Tage meinen. Durch Smart Contracts, sie geben so 10 bis 100 pro Tag aus. Deswegen gibt es auch die Pools zurzeit. Ansonsten gibt es, das ist es möglich mit CPUs und GPUs zurzeit, ist aber nicht, ja, für CPUs kann man es eigentlich weglassen, deswegen machen wir es hier nur mit Grafikkarten. Effizient für die AMD RX 6000er Serie, ansonsten die RTX 3000er Serie, auch für Low Hashrate GPUs sehr zu empfehlen. Hier Mining müsst ihr mal gucken, prinzipiell Core könnt ihr übertakten, könnt man mit 150 anfangen. Bei Memory habe ich das erstmal nichts hingeschrieben, da bin ich jetzt noch nicht so weit gekommen. Um das zu optimieren, auf jeden Fall untertakten und ja, vom Power Limit guckt mal zwischen 85 und 120, je nachdem, was ihr natürlich auch für den Strompreis bezahlt. Aber prinzipiell ist, wenn ihr die Grafikkarte voll auslastet, da ist bei 120, habt ihr einen stark abnehmenden Grenznutzen, also kriegt nicht viel mehr raus. Hashrate-Vergleich ist relativ interessant, das zeige ich euch auch direkt mal, das wollen wir doch direkt mal machen hier.
Hier eine Danila Minor Performance, könnt ihr hier mal gucken, da könnt ihr euch dran orientieren. Und bei mir hat es sogar direkt auch gepasst. Ja, das ist mit einer 570, bei mir war ich auch tatsächlich bei 750. Ja, so. Lasst euch natürlich unten in der Beschreibung da. Ja, ansonsten, welche GPUs prinzipiell, hier nochmal zur Wiederholung, alle AMD RX 6000er, viele RTX 3000er von Nvidia, je nachdem, was ihr für ein System habt. Ja, ansonsten, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich die RTX 3070 nehmen, nicht nur wegen Preis-Leistungs-Verhältnis, auch weil es mit die effizienteste ist von der Nvidia-Serie. Ansonsten, wenn wir eine AMD haben wollen, dann ist die RX 6800 XT. Links, wie gesagt, unten in der Beschreibung. So, Wahl der Mining-Software gibt es auch gar nicht so viel. Es gibt noch die offizielle, die habe ich jetzt weggelassen. Versucht mal den LOL-Miner, da ist heute was rausgekommen, die 141, je nachdem wann ihr das Video schaut. Danila Miner könnt ihr mal als Alternative probieren, habe ich es nicht genommen, nur wenn es instabil wird. Ja, LOL-Miner hat, wie gesagt, zwei neue Versionen rausgebracht, wo das jetzt hier behoben sein sollte, falls es zu Crashs kommt. Genau, oder überflüssigen Ping-Anfragen. Guckt dann einfach mal nach. Wir machen es ja, wie gesagt, gleich zusammen. So, wie funktioniert es? Jetzt kommt das Wichtige. Wir installieren die Wallet, Empfängsadresse erhalten, Pool beitreten, Miner Software installieren, Anweisung folgen. Geil! Auf geht's! So, wir machen das. Wie fangen wir an? Und zwar sind wir auf ton.org Wallets, ja? Da geht ihr auf Get Wallet for Windows, ja? Geht hier rein, installiert das. Hier habe ich es nämlich schon runtergeladen, ja? Ich werde es nicht nochmal runterladen, weil ich habe es runtergeladen. Ja, dann geht er dann da drauf und ich zeige euch mal einen kurzen Ausschnitt, wie ihr das dann alles erstellt. Es würde dann ungefähr so aussehen, ja. Ja, hier könnt ihr euch meinetwegen auch ein kurzes Screenshot machen. Ja, ihr kriegt hier 24 Wörter, die müsst ihr auch niederschreiben, denn wenn ihr sofort auf Weiterklicken geht, geht's nicht, weil er sagt, man kann gar nicht so schnell das ganze Zeug niederschreiben. Ich habe einfach jetzt einfach mal einen Screenshot von diesem zweiten Account hier gemacht, ne, damit ihr Bescheid wisst. So, dann wird es nämlich genau so aussehen, ja, so würdet ihr das dann bekommen. Und jetzt ist es wichtig, ihr müsst auf Receive gehen, ja. Dann steht hier Receive, dann habt ihr das hier. Ja. Jetzt geht ihr hier einfach drauf, ne? Hier Wallet Address Copy to Clipboard, das habt ihr jetzt intern abgelegt quasi. Und jetzt wird es extrem interessant, denn wir brauchen jetzt einen Pool. Und dieser Pool ist nicht einfach, man macht es nicht einfach per Windows, nein, man macht es per Telegram. Fantastisch, finde ich mal was ganz Neues. Also ich fand das auch wirklich interessant hier, diese Einrichtung, ja. Sign up für Telegram, weil ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr Telegram habt und ihr seid auch in meinem Mining-Channel, ja, wenn nicht, auch unten in der Beschreibung drin, ja, und habt natürlich einen Account und gebt dann einfach mal @WhalesPoolBot ein, ja, habe ich gemacht, @WhalesPool würde schon ausreichen hier und ihr müsst / Start machen, ne, das habe ich gemacht, da steht blablabla, ich bin ein Pool-Mining-Bot, ich will deine Adresse. Dann kopiere ich diese Adresse, die ich habe, ja. Hier, exakt so rein, hier, kommt jetzt. Herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft. Dann könnt ihr zum Beispiel auch / Command mal eingeben, ne? Da gibt ihr das alle Befehle aus. Ich habe einfach mal jetzt Balance, ja, gemacht, das seht ihr. Es hat noch nichts gemeint. Dann habe ich es mal über Nacht laufen lassen, jetzt hier. Seht ihr, habt ihr dann so eine kleine Balance, ja. Hier steht noch mit grobe Hashrate da. Ja, und geht dann auf Withdraw, ja, und der Withdraw heißt überweisen, ja, für die, die ein bisschen englisch schwach sind, die wird dann hier drauf gesandt, ne, ihr seht, hier stehen auch schon eine 4, ja, relativ, ja, was heißt relativ hoch, aber relativ ein bisschen höher, ja, also hier wird dann ein bisschen was abgezogen, ja, und dann habt ihr hier auf eurem Account, beziehungsweise auf eurer offiziellen Wallet hier den Betrag, den ihr gemeint habt, ja. Das ist fantastisch. Und jetzt, was brauchen wir später noch? Wir wollen natürlich erstmal meinen und das machen wir wie folgt. Weil hier habe ich ja jetzt schon gemeint, ich zeige es euch jetzt, wie komme ich überhaupt dazu, hier alles anzufangen. Ne? Ihr habt einen LOL-Miner, gebt einfach einen LOL-Miner 139 beispielsweise. Es gibt mittlerweile auch einen neuen, ja, hier 141b, seit ein paar Stunden raus. Ne? Geht ihr einfach hier, wenn, wie gesagt, ich kann es jetzt nur für Windows machen, geht ihr auf die ZIP-Datei. Und ladet das runter, dann kommt natürlich, ja, weil ihr Chrome oder Mozilla nutzt, geht natürlich nicht, weil es schädlich, ja, werdet ihr gleich nochmal sehen. Deswegen nutzt ihr einfach den besten Browser, den es im Internet gibt,
Microsoft Edge. Nee, kleiner Spaß, aber den könnt ihr zumindest vorübergehend nutzen, dann wird es auch funktionieren. Hier funktioniert es sogar tatsächlich auch so, auch nicht schlecht, hätte ich nicht gedacht. Könnt ihr dann direkt entpacken, macht das ganze Zeug hier weg, ja, entpacken nach, bliblablub, puff, fertig, ja. Und habt den dann auch hier entpackt in eurem, hier gehen wir auch mal raus, genau, in eurem Download, ja, habt ihr jetzt hier drin. Und wenn ihr jetzt hier drauf geht, ihr seht es nochmal, ne, habt ihr dann hier auch ein paar Vorlagen, ja, und die Vorlagen sind relativ wichtig für euch, denn ihr seht jetzt hier meinton.bat, müsst ihr Rechtsklick machen und hier ist es natürlich jetzt so, weil wir Windows 11 haben, ich denke mal, ihr habt jetzt auch Windows 11 weitere Optionen anzeigen, ja, und müssten das mal dann hier bearbeiten, ja. Und dann werdet ihr ziemlich viel Zeug sehen, wenn es funktionieren würde. Okay, funktioniert. Ja, ihr versteht wahrscheinlich gar nichts, was hier steht, ist aber auch nicht schlimm, denn ihr braucht letztendlich nur, ja, hier Set Wallet ändern. Ja, das heißt also, wir gehen jetzt hier nochmal rein. Wo waren wir? Wo ist unsere Wallet? Hier. Gehen auf Receive. Gehen auf. Hier draufklicken. Gehen auf. Kopieren. Kopieren, kopieren. Na, löschen alles. Ups. Verklickt, auch nicht schlecht. Einfügen geht auch nicht, schade. Probieren wir es. Hier nochmal kopiert. Eingefügt. Ja, Steuerung S für Speichern, ja. Könnt ihr schließen und ihr seid fertig. Das war's schon, ja. Wir machen das immer mal einmal testweise. Hier nochmal die Warnung, es kann sein, dass der jetzt abstürzt oder es wird nicht aufgenommen. Wir werden sehen, was passiert. Und wir klicken auf Enter. Ja, und schauen, was passiert. So. Start Mining. Ja, funktioniert alles. Ist jetzt hier mein Aufnahme-PC, deswegen eine sehr schlechte Grafikkarte. Und ich hoffe, ihr könnt mich auch hören. Aber ihr seht, es funktioniert direkt. Ja, fantastisch. Ich hoffe, es wurde jetzt aufgenommen, wie gesagt. Ansonsten werde ich das nochmal nachtragen. Ja, so viel dazu. Das war's schon. Na, damit meint ihr aktiv Toncoin. Fantastisch. Ich will euch trotzdem noch ein paar Dinge auf den Weg geben, denn es gab ja noch ein paar Anfragen von euch, wie ihr letztendlich das auch auf eine richtige, auf ein Exchange, also auf eine Börse übertragt. Hier bin ich jetzt bei OKEX. Bei OKEX ist relativ einfach anmelden. Einfach nur die, ja, irgendeine E-Mail und ein Passwort vergeben, dann schnell registrieren und auf Bestätigen bei E-Mail. Es steht jetzt hier beispielsweise einzahlen. Ne? Denkt dran, ne? Ich würde unter 5 Tonnen überhaupt nichts probieren. Würde auch, glaube ich, gar nicht funktionieren. Ja? Geht ihr hier drauf auf Währung auswählen. Es sind hier nur die 5 größten dabei. Ihr geht aber hier nochmal zusätzlich auf Suchen. Ja? Geht dann hier auf Toncoin. Dann haben wir hier diesen Toncoin. Wollen wir einzahlen. Wir haben dann dieses Toncoin-Netzwerk. Ja? Gehen wir auf Fortfahren. Ja, ihr seht, bla bla bla, durchlesen bitte, ne, ist wichtig. So, jetzt habt ihr hier eure Toncoin-Adresse für den Exchange, ja, geht dann hier drauf, ja, wollen das versenden. Ich habe natürlich jetzt gerade nicht so viel drauf, ja, aber Steuerung C, Steuerung V eingeklickt, ja, müsst ihr hier mindestens 5 reingeben, ne, und jetzt ist hier wichtig, Toncoin-Comment, damit der auch wirklich hier im Exchange erscheint, müsst ihr das hier reintun, ja. Und dann sendet ihr auf mindestens 5 Toncoin. Ich würde es wirklich probieren, macht man nicht unter 7 oder 8. Also wirklich so 20, 30 Dollar müssen das schon sein, damit es sich auch für den Exchange natürlich lohnt, ja, dass die ja auch ankommen. Sonst, wie gesagt, kann es wirklich sein, dass sie immer wechseln. Ich würde sogar so weit gehen, erstmal mit 10 anzufangen hier bei dem Amount, also grob 30 Dollar, 33 Dollar, damit das funktioniert. Und dann seid ihr auch auf der sicheren Seite. Ansonsten will ich euch noch irgendwas zeigen hier. Eigentlich bin ich soweit durch. Wie gesagt, alles unten in der Beschreibung. Ihr habt hier nochmal den Benchmark, auch unten in der Beschreibung. Ja, Grafikkarten unten in der Beschreibung. Mein Internetauftritt auch unten in der Beschreibung. Ja, ich gebe zurück und bis gleich. Ja, Leute, ich hoffe, ihr kriegt es jetzt auch selber hin, auch das mit dem Exchange. Links sind, wie gesagt, alle unten in der Beschreibung, auch zu den Grafikkarten beispielsweise. Ansonsten könnt ihr auch gerne immer mal wieder auf meiner Homepage vorbeigucken, wenn ihr einen Mining Rig aufbauen wollt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dahin. Tschüss.